Guten Abend, Jack Muster. 1, 2, 3. Grüße dich. Angriff. Wir greifen an. Wir greifen an. Auf dieser blöden Map. Andy, bist du eigentlich auch noch am Start oder Rad? Ach, Rad ist noch am Start. Radar! Dann ist der Andy tatsächlich weg. Wie kann der Andy mich denn bloß verlassen? Okay, der ist wahrscheinlich auf der Arbeit oder so. Okay, da haben wir einen Tank. Nützt hier Support? Ja, okay, Support nützt ja immer was, aber welcher Support? Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, wir gehen Full Tank. Ich sag's euch, wir gehen hier Full Tank. Okay, wir gehen Full Tank. Wir gehen Full Tank. Ist der Kern jeder Entdeckung. Oh, Full Tank, Tank, Tank. Ich hab mal echt ne Idee. Eine Idee. Weil ich habe ja, wie gesagt, abgesehen davon von dem Geldfund, wovon Radar jetzt ja weiß auch, ob ich nicht mal auch ein Giveaway dann mache. Ich habe ja einige auch Abonnenten und dann kann ich ja so ein bisschen auf Twitch aufmerksam wieder machen, von YouTube auf Twitch rüber aufmerksam machen und mal gucken, ob ich da nicht mal irgendwie auch so ein Giveaway starten kann. Was haben die denn hier so? Okay, die schießen da schon ordentlich drauf. Okay, da durchzugehen. Ah, hier ist doch gut. Oh, zu weit. Auf dem Wagen. Ja, shit. Hab getankt, was konnte, aber der hat da oben sein blödes Geschütz. Ja, Jack Muster, das ist echt. Ich hatte auch echt übelst Glück, um da jetzt ranzukommen. Zumindest war es so, dass ich Glück hatte, auch beim letzten Stresstest, wo ungefähr 100 Leute gefühlt reingelassen wurden. Wurde ich halt eingeladen. Gut, den Leader ist schon ausgeschaltet. Ich brauch hier. Ich darf da nicht vorbei. What the fuck? Ich brauch irgendwo hier. Hier unten gibt's doch bestimmt den hier. Also nice. Hoch da. So. Ja, wie gesagt, ich mal gucken, wenn ich Pech habe, bin ich ja morgen dann auch schon wieder raus. Dann gucke ich, dass ich heute und morgen auf jeden Fall hier noch schön was mache. So, die haben wir. Das läuft doch gleich hier richtig schön. Lol, sein Heal-Ding kugelt sogar da weg. Ja, nur leider kann ich diese Fallen nicht, es tut mir leid, er ist voll da rein. Aktiviert. Hallo. Den haben wir auch. Au. Was war das? Aua, das waren die Bomben. Nein, die haben auch einen Road Talk. Roti, Hockey. Aber ich meine, es ist ja nicht mehr lange bis zur Beta. Wenn man vorbestellt, dann ist es jetzt sogar nur noch ein paar Wochen. Ein paar, glaube ich. Wie lange? Zwei Wochen? Bis man dann in die Open Beta kommt, wenn man vorbestellt hat, was ich aber natürlich nur jedem empfehlen kann. Nein, soweit ich weiß, wird nichts übernommen, also kein Level, was ich an sich auch in Ordnung finde, denn man hat noch nie, also okay, ab und zu mal in irgendwelchen Games haben es mal ein bisschen gemacht, dass man irgendwas haben konnte, aber zu 90% kannst du davon ausgehen, oder zu 99%, dass in Beta-Games, dieser Damage, er ist so abnormal. Dieser scheiß Damage ist so abnormal. Hast vorbestellt, dann ist gut, dann bekommst du den verfrühten Zugang zur Open Beta. Also du darfst dann ab dem 4. Mai, glaube ich, wenn ich mich täusche, darfst du reingehen. Und dann spielen, mit all den anderen Leuts. Und das Lustige ist dann geht die ja bis irgendwie zum so 4. Mai und dann muss man irgendwie nur eine Woche warten. Und dann ist das Spiel schon released. Oh, ich muss auf mein Team warten. Oh,
Er zeigt mich. Oh mein Gott, zieht euch das rein! Das ist das. Ja, schön. Sie haben ihn den Dingsbums weggemacht. Den Schild. Aber oh mein Gott, macht der ultimativ viel Damage. Das ist immer noch so abnormal. Lasst ihn das Schild, aber gibt ihm ein bisschen weniger Damage. Wie kann er mich denn so schnell austaken? Und ich bin mit meiner Ulti so schwach und schaffe ihn noch nicht mal in der Zeit zu töten. Ja, er wurde nebenbei noch geheilt, aber... Ah, mein komplettes Team ist down. Okay, da oben ist einer. So, wenn es etwas hier... Also, und da haut er mich weg. Also ich habe jetzt da einen weggeholt, habe für Durcheinander bei den Gegnern gesorgt. Dann ist es jetzt die Aufgabe mal meines Teams da reinzugehen. So, komm schon. Wow, was für ein Jump. So, wieder hier rauf. Ich sehe nichts. Vollkommen egal, Hauptsache pushen. Fick dich! Zwei Sekunden! Ach so. Ach verdammt, aber. Doch, die Schildbarriere ist mit drauf. Widowmaker! Woohoo! Guck mal hier hinten irgendwo nach hier. Oh, oh, Panzer. Im Panzermodus. Oh, Alter, was denn? Wo ist denn hier? Ah, da hinten. Oh, gut. Mein Lieblingsheld. Sind tatsächlich. Also, nee, mein aller Lieblingsheld war dann auch in der ersten Beta Junkrat. Den finde ich richtig nice. Aber er ist halt auf jeder Map, soll man sagen, ich brauche so meine Position, um ihn gut spielen zu können. Und, hier ist das bis jetzt gerade noch ein bisschen schwer zu finden. Ja, lol. Lol, wie viel Damage die macht, ich mit ulten sollen. Genji, oh ja. Damage-Dealer spiele ich gar nicht. Also jeder, ich glaube, da muss ich mal auch so ein Thema rausmachen auf hier beim Stream oder so. Oder direkt mal unter, wenn ich so öfters dann streame, wenn es rauskommt. Unten reinschreiben, Damage-Dealer spiele ich gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich spiele ein paar Supporter. Dann spiele ich eigentlich fast jeden Damage-Dealer. Und ich spiele... Oh, das war Fail von mir. Und ich spiele... Und ich spiele halt jeden Tank und jeden Damage-Dealer und jeder so Verteidigungs-Champion, wie sie da heißen. Ja, und das Ding reingebracht nach Hause. So, und ja, wie gesagt, mein aller Lieblings-Champ ist halt Junkrat, finde ich eigentlich ziemlich nice. Finde ich sehr nice. Tracer, da bin ich mal gespannt. Doppelkill. Selbstheilung. 48 des erlittenen Schadens, so, ja. Warum nicht? Oh, Gold. Ja, jetzt habe ich da wieder meine Eliminierungen stehen. 6 Tode, aber nicht die, die ich wirklich gekillt habe. Die Todesstöße sind ja eigentlich die, die als Kills gelten. Aber egal. So, okay. Das Team sieht doch auch alles soweit aus. Also wie gesagt, die kompletten Helden hier auf der linken Seite werden von mir zu 99% ignoriert. Außer man überredet mich jetzt, wenn man mal unbedingt einen von mir gespielt sehen haben will. Aber den Spiel, also Bastion spiele ich. Hanzo eigentlich gar nicht. Spiele ich. Widowmaker muss nicht sein. Tanks spiele ich im Grunde alle. Support habe ich bis jetzt immer nur Symmetra gespielt. Ach, die sollte auch mal reinkommen. Muss auch jeden noch ein Schild verpassen, wer noch nicht hat. Ach, hier sind wir wieder, alles klar. Ich weiß, wo ich hier lang will. Okay, den haben wir auch.
Leute hat gebettelt. Oh, die wird drüber geschossen, aber. Okay, die jetzt ja mit Raketen gut aus dem Schlachtfeld raus. Ich deff hier hinten immer die Ecke gerne. So. Dann kann hier keiner schon mal so wirklich von hinten kommen. So, abgeriegelt hier hinten. Die töten da lieber unsere Leute, statt den Okay, wir werden hier von zwei Seiten umzingelt. Miese, miese, miese. Ah, ja, oben der Weg ist ja nice. Den hab ich. Ah, lol. Komm schon, trau dich hier rein. In die Höhle des Todes. Sicherheitssystem platziert. So, so. Nein, 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 nein! So eine Scheiße! Was die städtischen Alarmen bringen? Naja, die schießen von alleine. So als Beispiel. Nein, aber also einmal schießen sie ja natürlich selbst auf die Gegner noch drauf. Aber wenn ich auf einen Gegner schieße, schießen die auch noch zusätzlich auf den Gegner drauf. Das heißt einfach noch mehr Schaden, der von mir ausgeteilt wird. Sicherheitssystem wird eingerichtet. Weil wenn jetzt hier einer durch den Eingang kommt und ich schieße auf den, schießt das Geschütz automatisch auch auf mit dem drauf. Und die auch. Die schießen immer eher auf den, auf den ich auch schieße. Aber da hinten auf die Raketen habe ich keinen Bock, deswegen gehe ich da nicht raus. Ich unterstütze hier lieber alle mit meinem Teleporter. Die Stunde hat geschlagen. Meine Selbstschussanlage wurde zerstört. Aus Licht werden. Hallo! Oh. Komm schon! Oh mein Gott! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Okay, wir sind alle so tot. Aber man hat es gesehen, was es gerade gemacht hat. Ein Totspring-Klassiker. Das war ja nicht ich! Das war so eine scheiß Explosion, die mich da rausbefördert hat. Die Stunde. So, jetzt muss ich zu Fuß laufen. Teleport ist gerade nicht. Ach, da unten steht ja eins von sechs. Sechs Geschütze darf ich aufstellen. Alles klar. Das ist eure gerechte Strafe! Ich kusch mal mich mal wieder hier unten lang. Sollten wir aber problemlos haben. Läuft doch mit ihr. Sag sie alle, genau, war ja voll Abstieg. Guck dir den Replay an. Die Folge wird es sowieso auf meinen Kanal geben, dann kannst du es dir nochmal angucken. Dann kannst du es dir da selbst nochmal angucken. Es gibt doch hier eigentlich so eine Hotel-Map oder... Warte mal, es fällt mir jetzt auf, es gibt ja gar keine alten Karten gerade. Scheinbar in der neuen Open Beta spielen sie die andere Hälfte wohl der Karten, die es gibt. Alter, was für ein Raumschiff hier. So, hier stehen und dann steuern. Auf in die Berge! Ich will mit. Ja, er hat den Bass. Ich finde, das ist so mit der geilste Heal-Supporter, den man haben kann. Ja, hier. Kann zwar nicht das ganze Team... der kann ja nach Wand grinden. Das ganze Team zwar nicht, was heißt jetzt healen, ne? Ihr wisst, was ich meine, so wiederbeleben, aber dafür... kann er halt anderen krassen Shit. Oh, hallo. Einfach rumhüpfen mit der. Der Auto-Aim macht den Rest. Wie gesagt, der Auto-Aim macht den Rest. Fick dich, McCree. Fick dich, McCree. Ich hüpfe um dich herum. Scheiß auf McCree. Ich muss zurück rein da. Sonst nehmen wir hier nichts ein da. So, hier überall was verteilen. Oh fuck, das war glaube ich keine so kluge Idee. Da seht ihr, und alle Geschütze haben jetzt darauf geballert. Auf den ich befürwortet habe. Oh, weg ist er. Ja, rein hier. Fünf Killspree. Nice. Fuck den Schild, ich bin hier.
Alter, ich bin hier so glatt. Eine Selbstschussanlage wurde versenkt. Ich krieg dich! Ja! Killer auf 10! Ich krieg auch den Support, den Support, den Support! Und den nächsten! Und wieder Geschütze aufbasteln. Sicherheitssystem platziert. Hier noch so gegenüber einzeln klatschen. Alter, ich kriege hier den Shit. Ein Pokémon-Cockpit? Nee, das ist so ein anderes Plüschtier, was die da drinnen haben. Ich hab dich im Visier. Ach, oh, nein! Ja, Geschütze, holt den Geschütze! Kriegen sie ihn noch? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne sehen. Aber mein Teleporter ist schon wieder bereit. Das ist nice. Ich werde meinem Pfad folgen. So, Geschütze sind auf jeden Fall einige noch aktiv. Ich glaube, das könnte sogar... Oh, nice! Cool, der Push... Ah, ne, der ist hinter mir. Okay, deswegen. Die Stunde hat geschlagen. So, einmal Teleporter hier hin. Mein Sicherheitssystem wurde geschwächt. Wieder rein hier. So, alle hier Schild geben. Wow, wow. Dich kriege ich doch. Ja. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Komm schon. Na, close, close, close. Klaus, 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 Klaus. Highlight des Spiels. Oh, nicht ich. Schade. Ich hätte gedacht, ich habe mich auch schon so reingehangen, ey. Ah, aus der Runde, okay. Jetzt kommt bestimmt der Heal. Helden sterben nicht. Ja, okay, die hat natürlich, das war auch ein richtig geiler Move von ihr. Also Healer können auch echt geilen Shit vom Stapel lassen. Richtig geilen Shit. Oh, keiner für mich, ey. 12 Kills mit Selbstschussanlagen. 12 Kills habe ich gemacht. Nur mit dank den Geschützen, ey. Oh, unser Healer hat es geschafft. Der hat sich auch verdient. Verursachter Schaden. 3523. Eliminierung in 15. Lootbox erhalten.